Ja, hallo alle miteinander. Hier ist wieder euer Duffen. Heute möchte ich mal ein kurzes Video machen von meinem, ihr seht es schon, Scotty Gasgrill. Über den Gasgrill möchte ich jetzt kein x-tes Erklärvideo auf YouTube posten, sondern manche von euch stehen jetzt vor einem Problem in Anführungsstrichen, weil der Scotty Gasgrill wird mit Schraubkartuschen betrieben und viele von euch haben von der Firma Campinggas solche Brenner und diese werden mit Ventilkartuschen betrieben. Zum kurzen Vergleich. Das hier wäre eine Schraubkartusche oben mit einem EN417 Gewinde und das Ganze ist von der Firma Campinggas eine Ventilkartusche, eine CV470 mit 450 Gramm Füllung und die Schraubkartusche hätte 500 Gramm Füllung. Jetzt allerdings ist das System untereinander nicht kompatibel. Das heißt, wir müssten beide Gaskartuschen mitnehmen, um den Grill und den Gaskocher betreiben zu können. Jetzt ist aber die Firma Giebel Camp auf die Idee gekommen und hat uns einen Adapter spendiert, der oben auch ein EN417 Gewinde hat und unten entsprechend den Anschluss für die Ventilkartuschen. Das heißt, wir können das Ganze an unserem Scotty aufschrauben. Anschließend die Ventilkartusche nehmen, anstecken, mit einer Achtelumdrehung festdrehen und schon hört ihr das Gas einströmen und man kann den Scotty zünden. So einfach ist es, mit einem kleinen Teil eine große Wirkung zu erzielen. Wir brauchen keine zwei Kartuschen mit uns nehmen. Wir sind mehr oder weniger unabhängig von nur einem System. Wir können auf zwei Systeme zurückgreifen, nämlich je nachdem, welche Kartusche wir bekommen. Ob wir eine Schraubkartusche bekommen oder eine Ventilkartusche. Und natürlich ist das Scotty dafür konzipiert, dass man ihn auch als Holzkohle oder als Feuerschale verwenden kann. Also verhungern tut ihr damit unterwegs nicht. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt den Scotty hier nicht weiter erklären. Das würde jetzt die Möglichkeiten sprengen. Ob es jetzt für den Gaskocher auch einen Adapter gibt von Schraubkartusche auf Ventil, das weiß ich nicht. Dem geht es noch herauszufinden. Weil der Nachteil an den Ventilkartuschen ist, die haben eine Gasmischung von 80% Butan und 20% Propan. Die Schraubkartusche hat allerdings 70% Butan und 30% Propan. Da gibt es natürlich jetzt noch diese ganzen Wintergasmischungen mit 60% zu 40% und so weiter. Dann gibt es natürlich auch noch die günstigen nur Butan-Kartuschen. Die teste ich jetzt die Tage und würde euch da diesbezüglich dann auch wieder mitnehmen. Gut, von mir wäre das erstmal
alles gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in die Welt der Möglichkeiten, die ihr habt mit so einem kleinen Adapter, der 50 Gramm wiegt, halt unabhängig von einem System zu sein. Gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, euer Tuffen.